Oh, eine Runde? Ja, klar. Wir sind wegen der Karte des Barkeepers hier. Ah, verstehe. Hat Val sich also Hilfe geholt, weil er selbst zu schlecht in dem Spiel ist? Ja, okay. Von mir aus gerne. Wenn du gewinnst, kriegst du die Karte zurück. Na dann. Gucken wir mal, wie gut er ist. Queen's Blood. Das ist tatsächlich. Den möchte ich gerne tauschen. Das ist okay. So. Lassen wir uns das frei, dass wir da unten das Feld auch bekommen. Das Feld da unten gehört uns. Sehr schön. Zack. So. Jetzt haben wir gleich vielleicht die Möglichkeit, uns da oben noch ein Feld zu schnappen. Dann kriegen wir da ein Zweierfeld rein. Das finde ich gar nicht, wie ich mir das Feld da oben haben. Brauche ich einen Zweier, den ich da oben hin platzieren kann, der sinnvoll ist auch da oben. Oder halt einfach, wird dann eh mir gehört. Ich könnte auch. Oh, warte mal. Was das ist. Zack. Und damit gehört das gesamte Feld mir. Er kann nichts mehr spielen. Gigi. Den hier noch buffen. Ich muss jetzt irgendwie auch so auf die Punkte kommen. Das sollte aber nicht das Problem sein. Dann haben wir noch eine 2. Eigentlich egal, warum. Den Zweier packen wir auch noch nach da oben. Dann haben wir die obere Reihe. So, dann haben wir hier noch einen Zweier mit einem Feld, den wir nicht platzieren können, weil dazu auch. Sind wir ja schon drin, ne? Da haben wir es gleich, würden wir das ausgleichen. Ich könnte aber auch einfach den hier da hinsetzen, dann haben wir es schon gewonnen. Wenn das Spiel erstmal halbwegs kapiert hat, ist das eigentlich relativ easy. Zumindest auf den niedrigen Ebenen, auf denen ich das jetzt noch spiele. Habe ich wohl verloren, was? War ein richtig gutes Match, fand ich. Die Niederlage tut zwar weh, aber ich werde mich irgendwann revanchieren. Jetzt muss ich aber schnell zurück an die Arbeit. Man sieht sich. Moment. Hast du nicht was vergessen? Ach ja, richtig. Die Karte, die ich Val abgeluchst habe, nicht? Welche war das nochmal? Hm? Ah, verdammt! Die Chocobo- und Mogri-Karte. Ja, lass mich raten, die ist schon wieder woanders. Das ist mir jetzt echt peinlich, aber die habe ich nicht mehr. Lass mich mal gucken. Nein, wirklich, glaub mir das doch. Ich war etwas knapp bei Kasse und da habe ich sie einem Sammler verkauft. Der Typ heißt Thorin, hat einen Kartenladen vor der Stadt. Schaut da doch mal vorbei. Das heißt dann wohl Überstunden, was? Ach Mann. Die Leute sind so nervig. Zum Teil gucken wir irgendwo runter. Ja, hier hinten. Ah, genau. Was ist? Zwar ins Wasser, aber das ist egal. Dass man da nicht runterfallen kann, ist auch ein bisschen schwierig. Anscheinend gibt es. Marktplatz zum Ausgang, Ausgang. Überall bei Marco. Kennst du das Kass-Schinwatt? Die Warnstufe wurde. Hallo.
Ist es nicht, dass hier irgendwo vor der Stadt... zur Werkstatt? Ist die Farm? Da oben ist der Kartenladen. Ah, okay. Dann gehen wir mal dahin. So. Und dann markieren wir uns das da. Nicht meine Schuld, hä? Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich schon mal einen Madarada-Go hatte. Ich mach's einfach sicher. Jetzt aber nochmal, nutze seine elementare Schwäche aus. Mut. Das ist aus. Das tut euch nicht weh. Tschüss. So. Ich muss mich immer mal dran erinnern zwischendurch, dass ich... Gerade was? So. Kann ich hoch? Komische Textur, interessant. Ach so, das ist der Kartenladen. Aha. Interesting. Was schon hier sind. Was? Die Infight-Kamera ist manchmal noch ein bisschen schwierig. Oh, warte mal, vorne vor deinem Haus ist noch was, was ich kurz looten möchte. Weil ich es nachher vergesse. Wo wollte sie denn jetzt hin? Lass mich raten, ich muss auch gegen dich nochmal Karten spielen. Was Bestimmtem? Wir suchen die Karte Chocobo und Mogri. Ah, tut mir leid. Die steht gerade nicht zum Verkauf. Seltene Karten gebe ich nur an Spieler aus, die sie auch wirklich verdienen. Also, Sportsfreund. Wenn du mich im Zweikampf besiegst, dann überlasse ich sie dir. Na ja, klar. Na, was sagst du? Ja, komm her. Sehr gut. Chocobo und Mogri-Karte. Na dann. Zeig mal her, was du kannst. Ob du überhaupt was kannst. Finde ich gut. Das ist so mein Start, ne? Das oben reinsetzen, den dann da drunter und dann habe ich eigentlich einen ganz guten Spielbeginn. Ich könnte die hier noch tauschen, wenn ich wollen würde, aber will ich gar nicht. So, zack. Startet direkt mit der Chocobo und Mogri-Karte. Krass. Not bad. Ich pack den mal nach da. Jetzt eine Einser nach unten, damit kann ich mir das da sichern. Dann next. Die packt danach da oben. Da habe ich doch auch was für. Ist gar kein Problem. Meins. Jetzt kriegt er kurzfristig halt die Mitte da, aber das kriege ich gleich wieder. Ah, er kriegt doch die obere. Stimmt. Warte mal. Da hatte ich nicht dran gedacht. Das ist ja doof. Aber ist egal. Nee, warte mal. Er kriegt ja sogar nur die obere und nicht die Mitte. Okay, der muss da oben jetzt aber was richtig Krasses reinsetzen.
Von daher, da das nicht passieren wird, packen wir den nochmal da. 7 in der Mitte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kriege ich irgendwie noch hin? Ja, kriege ich. Wenn ich da einen Dreier reinkriege in die Mitte, dann ist das nämlich totally one. Ich verliere dann zwar die Mitte, aber das ist nicht so wild. Zack, ich krieg dafür alle anderen Plätze. Das kann, packe ich den da unten noch rein. So. Der Vierer da in der Mitte, der Elefant, der macht es halt richtig schwierig in der Mitte. Die kriegt er, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt schon mehr als er. Damit geht die Runde definitiv an mich. Entsprechend der Anzahl der anderen verstärkten verbündeten Karten steigt die Stärke um 1. Krass. Okay. Unfassbar. Anscheinend habe ich dich mächtig unterschätzt. Versprochen ist versprochen. Hier ist die Karte. Aber sieh dich vor, bei unserem nächsten Duell werde ich dich übertrumpfen. Hm. Gucken wir mal. Spielst du immer noch fleißig Blut der Königin? Jetzt noch mit hier raushauen und Karten erwerben. Titan. Schoko. Hat er nicht gesagt, seltene Karten stehen nicht zum Verkauf? Er ist komisch. Kann ich niemanden aus verkaufen oder was? Bessere Karten findet man nirgendwo. Naja, geht so. Die Packs, die du verkaufst, habe ich in der Stadt auch schon bekommen. Außerdem ist es krass, wie gefährlich du lebst. Einfach vor deiner Haustür sind Orks. Und tschüss! Tschüss! Können wir jetzt noch schnell. Hoppala, falsche Taste. Ja, was geht auf jetzt? Guten, denke ich mal dran. So, dann können wir. Das hier hatten wir ja schon clear. Turm hier gleich noch aktivieren und unten den Chocobo-Stop. Warum der Chocobo-Stop direkt neben dem. Das will ich verstehen. Jetzt oder nie? Bring es hinter uns! Das war's. Tschüss. So, Aktivierungsplatte für den Turm war, glaube ich, auf der ersten Ebene. Jo, da ist er. Ich weiß nicht, Mr. Rabe, ob das so optimal ist, was du da tust, aber okay, er ist gespawnt. Lass mal schön in den Turm rein. So, what do we have? Close to this direction. Kampf und. Die Schnurrkisten hier oben wieder herkommen sie. Sind da wieder Mokri-Dinger drin? Schade. Wäre aber, glaube ich, auch zu krass, wenn du immer wieder die gleichen Punkte farmen könntest. Nein, nicht wieder hoch. Nein, nein, nein. Danke. Tschüss, Pieper. Lass dich dann alleine da oben. Ah, hier steht auch gleich der kleine Mogri. Essen ohne Kauen. Miesbrei oder sowas. Weiß, hat es Zahn-OP gehabt oder was?
Hm. Suppen und Grießbrei und sowas. Immer. Nächster Job, Stopp, Chocobo-Haltestelle. So, jetzt stehen wir hier schon bei der Side-Quest, dann können wir die noch im Fix mitnehmen. Haben, dann können wir auch noch hier die beiden Elefanten auch noch wegmachen. Hallo! Muss das wirklich sein? Das war's! Gehen wir davon aus, dass ihr. Kann ich schaffen! Feuer, ja, ich dachte es. So. Hier ist jetzt Schluss! Sehr gut! Stirb! Alles geht! Oh, ja, bis hier und nicht weiter! Der für dich! Komm mal, ein Flammenblitz drauf! Jetzt oder nie! Und? Genau so! Das ist auch! Alles gratis XP! Jetzt mach was ein. Das ist halt schwierig. Achso, warte mal, ich hab doch. Gegenstände. Achso, die kriege ich dann automatisch. Dann. Das. Wie. Aus. Okay. Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier. Knott hat 15. Oder Stufe 2 freigeschaltet. Schaden normalen Angriffen um 3%. Schaden von Waffenfertigkeiten. Konter im Team bei gutem Timing einen gegnerischen Fernangriff. Schwertwirbel. Nicht genug PP, dafür brauche ich 10 Stück. Holy moly. Da oben hin, glaube ich, deswegen werde ich mir das jetzt mal aufheben. Dahin. Wir haben auch hier die ganzen Zweierstufen jetzt freigeschaltet, ne? Erscheinungsdauer des magischen Dienstes. Das ist ganz geil. Das ist doch ganz interessant. Da könnten wir hingehen. Verdammt, ich bin doof. Von da aus hätten wir von hier aus ja schon hingekonnt. Na egal. Jetzt noch magischer Angriff. Wir brauchen einen Blitzmagieangriff.
schon, ne? Das heißt, ich bin ja sowieso. Ja, auch schon hin. Ich hätte mal noch nicht großartig. Man wartet darauf, dass die mal ein bisschen was kriegen. Bei Aaron habe ich jetzt was gebracht. Kurz mal MP heilen. Und TP. So. Was hast du denn schönes? Ach, ihr seid. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Mhm. Besitzt auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Der Bursche muss ziemlich gerissen sein. Meine Fallen hat er bislang alle umgangen. Und der Jäger, den ich auf ihn angesetzt habe, war bisher auch erfolglos. Danke. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Na dann, sag mal, wo geht's denn hin? Na, Red? Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Hm. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Der hat etwas zerschnüffelt. Ich glaube, er hat was. Tja, Red. Ich habe ebenfalls eine Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Was denn noch? Klettern hier. Okay, jetzt hier gibt es ebenfalls Spuren eines Kampfes. Ich passe auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Was hast du für ein Problem, Red? Angekratztes Ego? Schnell. Ich einfach. Dachte, der auf dem Boden liegt, den ignoriere ich aber dick. Rushen wir mal ganz gut. Kommen wir jetzt zum Strand oder wohin geht's jetzt? Es scheint Richtung Strand zu gehen. Ja, ich war ja nur eine Frage der Zeit, bis wir herkommen. Verdammt langer Weg, bin ich mal ehrlich. Ja, hab's gesehen. Da. Ah. Weißer Wolf. Was ist, ne? Äh,
Während des Blockens kannst du Synchroaktionen im Team mit deinen Gefährten ausführen. Wenn du während des Blockens drückst, werden Informationen zu den Synchroaktionen angezeigt. Die Aktionen unterscheiden sich je nach Tasteneingabe und reichen von schnellen Kombos bis hin zu mächtigen Angriffen nach längeren Drücken der Tasten. Synchroaktionen verbrauchen keine ATB-Einheiten. Bei einem erfolgreichen Einsatz füllt sich der beteiligten Charaktere auf. Bei erstmaliger Einsatz steigt die Verbundenheit zwischen Cloud und dem jeweiligen Charakter an. Ich will doch eigentlich nur blocken. Ich dachte, man muss das blocken. Das ist wahrscheinlich. Für eine gut getimte Reaktion auf einen gegnerischen Fernangriff im Team ein. Fernangriff. Ah, jetzt haben wir's. Analyse? Nur kein Über. Immun gegen Boden, ansonsten nix weiter. Das hat sehr gut funktioniert an der Stelle. Nein, nicht Chakra! Jetzt kann ich Gebet machen. Ich habe hart reingeendet. Nicht gut. Das war's! Magie Vita aus sich selbst reicht nicht, zu wenig Gegenstände. Heiltränke. Los jetzt! Ja. Limit Break, Kreuzschlag, Wolf. Jetzt wird abgerechnet! Ausgezeichnet! Ist jetzt Schluss! So, Tifa darf jetzt mal kurz Gebet machen. Immer vorsichtig bleiben! Oh, Aerith ist down, das ist gar nicht gut. Laut, ich brauch mal kurz eine Limitleiste. Nicht übertreiben. Ich bin wieder heller. Nicht gut. Jo. Da hat es uns zerlegt. Ich glaube, dass wir sehen uns. Ja, das war's. Okay, ich muss das mit diesem Feuer besser machen.